Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, an dieser Ringvorlesung teilzunehmen, was ich natürlich sehr gerne tue. Wohl bei keinem anderen Künstler, sei er Musiker oder Bildhauer, Maler oder Tänzer, Dichter oder Schauspieler, ist der Mythos einer politischen Haltung so sehr mit dem Bild des Genies verknüpft wie bei Beethoven. Neben der Taubheit ist im Bewusstsein der Masse vor allem Beethovens revolutionäre Überzeugung verankert. Er ist der, der dem Adel die Stirn bot und gegen sozial eingeübte Verhaltensweisen des Ancien Regime aufbegehrte. Neueste Veröffentlichungen heißen Beethoven, der einsame Revolutionär oder Beethoven, ein politischer Künstler in revolutionären Zeiten. Keines der gängigen Handbücher kommt ohne ein Kapitel zum Thema aus. Als Beleg werden zahlreiche Anekdoten angeführt, allen voran die Widmungserzählung der Eroica, die zu hinterfragen sein wird. Auch der Text des vierten Satzes der 9. Symphonie mit Schillers Ode an die Freude, die vor allem mit der Textzeile „Alle Menschen werden Brüder“ ein Ausweis von Beethovens Gesinnung sein soll, wird gerne als Begründung genannt. Dabei wäre die erste Fassung des Textes, in der die entsprechende Zeile noch nicht so universal weichgespült und harmlos war, sondern „Bettler werden Fürstenbrüder“ lautete, deutlich mutiger und aufmüpfiger gewesen. Beethoven kannte diese frühere Textversion, benutzte sie aber für die neunte nicht. Vor lauter Gewissheit über den politischen Beethoven bleiben Fragen auf der Strecke. Konnte Beethoven es sich existenziell überhaupt leisten, ein Revolutionär zu sein? Woher kamen diese Ideen und inwieweit hing er ihnen an? Wo verläuft die Grenze zwischen Ideologie und Pragmatismus? Beethovens politisch-philosophische Grundhaltung wird nicht überraschend in seiner Jugend in Bonn geprägt. Bonn hatte das Glück, 1784 Maximilian Franz, den Bruder des aufgeklärten Kaisers Joseph II., zum Kurfürsterzbischof zu bekommen. Max Franz war wie sein Vorgänger Maximilian Friedrich Anhänger der Aufklärung und führte zahlreiche Neuerungen in seinem Bistum ein. So schaffte er zum Beispiel unnötigen Prunk bei offiziellen Veranstaltungen ab, wohnte in einem Bürgerhaus am Münsterplatz, nicht im Schloss, und trug auch keine putzsüchtige Kleidung, außer größere Anlässe erforderten das. An der Bonner Universität wurde unter anderem Kant gelehrt. Sie war auf aufklärerische Ziele ausgerichtet und bewusst als Gegensatz zur Kölner Universität gedacht, die als rückständig und traditionell galt. Parallel zur offiziellen Gründung 1786 erließ Max Franz ein Dekret, dass jeder, der im Erzbistum ein öffentliches Amt erhalten wollte, idealerweise in Bonn studiert und auf gar keinen Fall in Köln studiert haben sollte. Das galt übrigens auch für die Priester. An dieser Universität immatrikulierte sich 1789 auch Beethoven in der philosophischen Klasse, also der Vorstufe zum eigentlichen Studium in etwa unserer gymnasialen Oberstufe entsprechend. Beethoven hat also nicht Philosophie studiert, wie man bisweilen lesen kann. An der Universität lehrte als einer der prominentesten Professoren Eulogius Schneider, ein glühender Verfechter der Aufklärung und der Französischen Revolution, woraus er keinen Hehl machte. Wir wissen, dass Beethoven Schneider kannte. Womöglich ist Schneiders Amtsantritt im Mai 1789 sogar ausschlaggebend für Beethovens Einschreibung an der Universität. Da Beethoven in der Liste der Subskribenten von Schneiders Gedichten auftaucht, die im Übrigen auch der Kölner Kurfürst vorbestellt hatte, können wir davon ausgehen, dass er dem darin verbreiteten Gedankengut mindestens mit Interesse gegenüberstand. So beginnt Schneiders Gedicht „Abschied an die Theologie“ mit den Strophen: „Lebe wohl, Theologie, lange hast du mich gequälet, Weibermärchen mir erzählet und gedacht, ich glaubte sie. Speise, wen du willst, mit Luft, hülle dich in falschen Schimmer. Lebe wohl, uns trennt auf immer eine himmelweite Kluft.“ Die in dem Gedicht zum Ausdruck gebrachte Abneigung gegen die amtlich verfasste Lehre der Kirche ist auch deshalb bemerkenswert, weil Schneider als Franziskaner selbst ordinierter Theologe war. Auch seine politische Haltung spiegelt sich in seinen Gedichten.
So lautet die vorletzte Strophe des Gedichts auf die Zerstörung der Bastille. Gefallen ist des Despotismus Kette, beglücktes Volk von deiner Hand. Des Fürsten Thron ward dir zur Freiheitsstätte, das Königreich zum Vaterland. Auch von staatlicher Seite wurden neue politische Ideale in Bonn propagiert. Die Gazette de Bonn, die französischsprachige mit Privileg des Hofes und Billigung des Kurfürsten erscheinende Zeitung, veröffentlichte noch im August und im September 1789 die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, darunter der Satz: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Von Natur aus sind die Menschen frei und gleich in ihren Rechten. Soziale Unterschiede müssen daher auf ihrem Nutzen für die Allgemeinheit fußen. Diese Fundamente der Französischen Revolution konnte Beethoven also schon in Bonn aus erster Hand kennenlernen. Die Gazette de Bonn war übrigens die erste Zeitung außerhalb Frankreichs auf der ganzen Welt, die diese Deklaration veröffentlichte. Außerdem verkehrte Beethoven in Bonner intellektuellen Kreisen bei der Witwe Koch, die den Zehrgarten, ein Café mit angeschlossener Buchhandlung oder umgekehrt, betrieb. Neben der Lesegesellschaft war wohl der Zehrgarten in Bonn der zentrale Ort, an dem die Bonner Intelligenzia die neuesten Ideen diskutierte. In diesem aufgeklärten, revolutionsaffinen Milieu bildeten sich vermutlich auch Beethovens Überzeugungen. Beethovens Stammbuch, das seine Freunde ihm zum Abschied aus Bonn im Herbst 1792 zusammenstellten und die darin zitierten Texte, zum Beispiel aus Schillers Don Carlos, illustrieren die vorherrschenden Ideen. Da jedoch die aufklärerische Seite der Residenzstadt und ihrer Bewohner im Hinblick auf Beethoven seit jeher betont und beschrieben wurde und sie sich in das traditionelle Narrativ des Revolutionärs bestens einfügen lässt, soll hier ein anderer Aspekt von Beethovens Bonner Biografie hervorgehoben werden, der des Höflings. Der junge Beethoven lebte in keiner Idylle, schon gar keiner sozialreformerischen, sondern in einem Feudalstaat des sogenannten Alten Reiches. Er wurde in eine Familie von Hofbediensteten hineingeboren und sozialisiert. Sein Großvater und sein Vater waren angestellte Musiker des Kölner Kurfürsterzbischofs. Sein Vater war zudem als Musiklehrer der höher gestellten Gesellschaft tätig und zumindest bis 1784 erfolgreich. Seine Mutter stammte aus einer angesehenen Familie höherrangiger Bedienter des Trierer Kurfürsterzbischofs. Beide Eltern waren Sprosse von Bedienten, fügten sich von Kindesbeinen an in das Hofleben ein und wurden dafür erzogen. Die unbedingte Abhängigkeit vom Hof war Alltag. Auch der junge Ludwig wurde darauf vorbereitet. Im Kindesalter lernte er nicht nur das angestammte Handwerk, sondern auch das Basiswissen des höfischen Verhaltens. Seine Erziehung entsprach den üblichen Gepflogenheiten der Zeit, in der man seine handwerkliche Ausbildung mit Kindesbeinen begann, ungefähr mit 6 Jahren in die Öffentlichkeit brachte und sie mit circa 12 Jahren professionalisierte und in eine Festanstellung überführte. Ludwig trat mit 7 erstmals öffentlich auf. Ab dem Alter von 12 Jahren wurde er als Substitut in den Hofdienst eingeführt und erhielt mit 13 Jahren eine besoldete Festanstellung mit geregelten Diensten und allen zugehörigen Rechten und Pflichten. Hofmusiker waren Livree-Bediente. Sie bewegten sich in unmittelbarer Nähe des Souveräns und hatten daher besondere Verpflichtungen. Unter anderem mussten Musiker auch bei Tisch bedienen und vorlegen. Dass auch Ludwig van Beethoven zu diesen Tischdiensten herangezogen wurde, lassen die Akten der Reise des Kurfürsten nach Mergentheim zum Großkapitel des Deutschen Ordens 1791 erahnen, bei der die Musiker ihn begleitet haben. In den Listen, in denen das für Mergentheim abgestellte Personal verzeichnet ist, finden sich auch Aufstellungen, welche Bedienten an der Tafel vorliegen mussten. Dazu gehörten nicht nur professionell dafür ausgebildete Diener und Hoflakaien.
Neben Gardereitern und Jägern waren explizit 6 Hofmusizi für die kurfürstliche Tafel und 2 Musizi zum Tischdienst an der Marschallstafel eingeteilt. Da die Hofgesellschaft über 6 Wochen in Mergentheim weilte, 2 offizielle Essen am Tag stattfanden, nämlich mittags und abends, und der Dienst sicher turnusmäßig wechselte, Beethoven zudem zu den jüngeren Musikern gehörte, die eher unliebsame Dienste übernehmen mussten als die Altgedienten und die Holzbläser weitgehend ausfielen, weil sie für die Tafelmusik zuständig waren, wird er gewiss regelmäßig zum Servieren an den herrschaftlichen Tafeln herangezogen worden sein. Mit dem Tod der Mutter 1787 und der darauffolgenden Depression und schweren Alkoholkrankheit des Vaters steigerte sich die Verantwortung Ludwigs, der nun für die Familie sorgen musste. Von Hofseite stand man ihm einen Teil des Verdienstes seines Vaters zu, der wegen Arbeitsunfähigkeit suspendiert worden war. Der junge Musiker war mehr als zuvor vom Wohlwollen des Dienstherrn und der Hofadministration abhängig und dazu beruflich und familiär voll ausgelastet. Kann man sich unter diesen Bedingungen ein revolutionär gestimmtes öffentliches Auftreten vorstellen, selbst wenn es nur halb öffentlich in Gasthäusern stattfand? Bonn war klein. Der Döttinger Pfarrer Karl Ludwig Junker, der Beethoven beim Mergentheimer Großkapitel kennengelernt und musizieren gehört hat, beschreibt ihn als lieben, leise gestimmten Mann. Nur er ist der Bescheidene, ohne alle Ansprüche. Junker zeichnet hier ein Charakterbild, das gar nicht zu unserer überlieferten Vorstellung von Beethoven passen will. Wir wissen, dass der Kölner Kurfürst Beethoven 2-mal zur Ausbildung nach Wien geschickt und diese Ausbildung gefördert hat. Ist es wirklich vorstellbar, dass ein solcher Gunstbeweis einem stadtbekannten Revoluzzer zuteil geworden wäre? In Wien 1792 angekommen, tut der Untertan Beethoven alles Erforderliche, um sich in die Ständegesellschaft der Kaiserstadt harmonisch einzufügen. Er kleidet sich neu ein, geht zum Perückenmacher und nimmt Tanzunterricht. Vermutlich öffnen ihm die Empfehlungsschreiben aus Bonn die Türen zur Hocharistokratie, von der er bald gefördert oder zumindest beachtet wird. Ein Empfehlungsschreiben beurteilte aber nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern klassifizierte auch immer Haltung und Betragen des Protégés. Herausragende Künstler und Musiker gab es in Wien zuhauf. Dass Beethoven so schnell Fuß fasste, ist sicherlich nicht nur seiner Qualität zuzuschreiben. Zumindest am Anfang seiner Wiener Karriere wird sein Betragen tadellos gewesen sein. Betrachtet man die Anekdoten über etwaige Auffälligkeiten näher, stellt man zudem fest, dass sie in der Regel aus deutlich späterer Zeit stammen und zudem apokryph überliefert wurden. Dennoch vertrat Beethoven moderne Ideen seiner Zeit wie Quellen belegen. So schrieb er Theodora Johanna Focke am 22. Mai 1793 unter anderem ins Stammbuch: Wohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie, auch sogar am Throne nicht, verleugnen. Auch ein Brief des 23-Jährigen an seinen ehemaligen Bonner Kapellkollegen Nikolaus Simrock lässt Beethovens Sympathie für die Revolution erkennen. Ich versprach Ihnen im folgenden Briefe etwas von mir zu schicken und Sie legten das als Kavaliersprache aus. Woher habe ich denn dieses Prädikat verdient? Pfui, wer würde in unseren demokratischen Zeiten noch so eine Sprache annehmen? Hier hat man verschiedene Leute von Bedeutung eingezogen. Man sagt, es hätte eine Revolution ausbrechen sollen. Aber ich glaube, solange der Österreicher noch Braunsbier und Würstel hat, revoltiert er nicht. Es heißt, die Tore zu den Vorstädten sollen nachts um 10 Uhr gesperrt werden. Die Soldaten haben scharf geladen. Man darf nicht zu laut sprechen hier, sonst gibt die Polizei einem Quartier. Hintergrund der von Beethoven berichteten Ereignisse ist eine im Juli 1794
von Wiener Studenten und dem Jakobiner Franz Hebenstreit vorbereitete Revolte. Der Kaiser sollte getötet und zahlreiche Aristokraten verhaftet werden. Der Aufstand wurde jedoch vereitelt. Hebenstreit und andere Aufständische wurden in der Nacht vom 23. zum 24. Juli verhaftet. Beethoven bezweifelt wohl zu Recht den Willen des Volkes, eine echte Revolution in Österreich herbeizuführen. Seine grundlegende Sehnsucht nach Gleichheit bleibt davon unberührt, wie sich einem Brief von September 1795 an seinen Freund aus Bonner Zeit, Heinrich von Struve, entnehmen lässt, der sich als Diplomat in russischem Staatsdienst in St. Petersburg befand. Du bist also jetzt in dem kalten Lande, wo die Menschheit noch so sehr unter ihrer Würde behandelt wird. Ich weiß gewiss, dass dir da manches begegnen wird, was wieder deine Denkungsart, dein Herz und überhaupt wieder dein ganzes Gefühl ist. Wann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo es nur Menschen geben wird? Wir werden wohl diesen glücklichen Zeitpunkt nur an einigen Orten herannahen sehen. Aber allgemein, das werden wir nicht sehen. Da werden wohl noch Jahrhunderte vorübergehen. Im selben Brief bittet Beethoven allerdings auch um Auskunft wegen Reisekosten nach Russland, weil er selbst dorthin zu reisen gedenkt. Vermutlich, weil Musiker aus dem Westen dort sehr gut Geld verdienen konnten. In der zweiten Hälfte der 1790er Jahre schlug Beethoven sich öffentlich auf die patriotische Seite. Ob aus Kalkül oder Überzeugung, ist wohl mangels eigener Aussagen nur schwer feststellbar. Der Abschiedsgesang an Wiens Bürger, WOO 121, entstand im Herbst 1796 als Lied für die freiwilligen Korps, die gegen die napoleonischen Truppen aufgeboten wurden. Beethoven war wahrscheinlich sogar Kapellmeister eines dieser Korps. Im Frühjahr 97 setzt er mit dem Kriegslied der Österreicher WOO 122 noch eins drauf. Der Text von Josef Friedelberg klärt die Fronten schon in der ersten Strophe und lässt keinen Spielraum für Interpretation. Ein großes deutsches Volk sind wir, sind mächtig und gerecht. Ihr Franken, das bezweifelt ihr, ihr Franken kennt uns schlecht. Denn unser Fürst ist gut, erhaben unser Mut. Süß unserer Trauben Blut und unsere Weiber schön. Wie kann's uns besser gehen? Auch die 12 Variationen für Klavier und Violoncello über ein Thema aus Händels Judas Maccabäus, WOO 95 aus derselben Zeit, können als politische Stellungnahme Beethovens gewertet werden. Das Thema, das wir heute als Tochter Zion kennen, wurde damals mit dem deutschen Text rezipiert: Seht, er kommt mit Preis gekrönt, feiert Posaunen den Empfang. Rings um den Erretter tönt der befreiten Siegsgesang. Seht, er kommt mit Sieg umringt, Flöten tönt, belebt den Tanz. Myrtenzweig und Rosen schlingt in des Jünglings Lorbeerkranz. Das Oratorium Judas Maccabäus, das in Wien sehr bekannt war, gilt dort als Inbegriff des Widerstands gegen das napoleonische Frankreich. Der israelitische Heerführer Judas Maccabäus kämpft gegen die Unterdrücker. In Wien wurde die Figur mit dem Kaiser Franz gleichgesetzt. Wenn Beethoven 1796 Variationen über dieses Thema schrieb, war in der Kaiserstadt für jedermann verständlich, dass er damit eine Huldigung für Kaiser Franz vornahm. Das Oratorium hatte er womöglich am 15. April 94 in einer von Baron von Swieten organisierten Aufführung gehört, deren Schirmherrin die Fürstin Lichnowsky war. Die Variationen sind auch der Fürstin gewidmet. Beethoven positioniert sich mit der Komposition deutlich an der Seite des Wiener Hochadels und deren antifranzösischer Gesinnung. Wirtschaftliches Kalkül oder bewusste Überlegung? Kehrt sich Beethoven von den Idealen der Revolution ab, wie viele europäische Intellektuelle enttäuscht von der Entwicklung des postrevolutionären Frankreichs und dessen Abgleitung in die Schreckensherrschaft? Seine Resignation gegenüber dem Rückgang revolutionärer Überzeugungen in der Gesellschaft
drückt Beethoven in einem Brief an Hofmeister und Kühnel im April 1802 aus. Reiht euch denn der Teufel insgesamt, meine Herren, mir vorzuschlagen, eine solche Sonate zu machen, zur Zeit des Revolutionsfiebers nun, da wäre es sowas gewesen, aber jetzt, da sich alles wieder ins alte Gleis zu schieben sucht, Buonaparte mit dem Papste das Konkordat geschlossen, so eine Sonate? Wär's noch eine Missa pro Sancta Maria a Trevozis oder eine Vesper etc.? Nun, da wollte ich gleich den Pinsel in die Hand nehmen und mit großen Pfundnoten ein Credo in Unum hinschreiben. Aber du lieber Gott, eine solche Sonate zu diesen neu angehenden christlichen Zeiten, hoho, da lasst mich aus, da wird nichts draus. Hofmeister hatte eigentlich nur nachgefragt, ob er eine Revolutionssonate schreiben wollte. Beethoven bewunderte Napoleon, besonders dessen Gesetze. Auch die von Napoleon selbst geschürte Mär, er habe sich aus bescheidenen Verhältnissen an die Spitze hochgearbeitet, imponierte Beethoven, sah er doch eine gewisse Parallele zu sich selbst. Napoleon war allerdings von Adel. Baron de Tremont, der Beethoven während der französischen Besatzung im Herbst 1809 mehrfach getroffen hatte, berichtet darüber in seinen Memoiren. Napoleons Größe beschäftigte ihn ungemein und er sprach oft mit mir darüber. Obwohl er ihm nicht wohlgesinnt war, merkte ich, dass er sein Emporsteigen aus so niedriger Stellung bewunderte. Das schmeichelte seinen demokratischen Ideen. Beethovens Verhältnis zu Napoleon ist aber immer ambivalent. 1803/4 denkt er über einen Umzug nach Paris nach und komponierte dafür eine Symphonie auf Bonaparte, die spätere Eroica. Die Symphonie sollte quasi als Eintrittskarte in die Pariser Gesellschaft fungieren. Aus demselben Grund erhielt Rudolf Kreutzer die Violinsonate gewidmet, die wir heute als Kreutzersonate bezeichnen. Beethovens Schüler Ferdinand Ries fasst die Sachlage schon im Oktober 1803 in einem Brief nach Bonn zusammen. Beethoven hat viel Lust, selber, also die Symphonie, Bonaparte zu dedizieren, wenn nicht, weil Lobkowitz sie auf ein halbes Jahr haben und 400 Gulden geben will, so wird sie Bonaparte genannt. Im Prinzip hatte die Symphonie eine Ausrichtung auf den französischen Staatsführer. Rein praktisch verkaufte sie sich aber auch gut in Wien. Der Mythos über die geplante Widmung der Symphonie gehört zu einem der wirkmächtigsten und unausrottbaren der Beethoven-Biografik. Als sich Napoleon aber 1804 zum Kaiser krönen ließ, war Beethoven der Legende nach maßlos enttäuscht. Den berühmtesten Bericht über Beethovens Reaktion verdanken wir wiederum Ferdinand Ries. Ich war der Erste, der ihm die Nachricht brachte, Buonaparte habe sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wut geriet und ausrief, ist der auch nichts anderes wie ein gewöhnlicher Mensch? Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz frönen. Er wird sich nun höher wie alle anderen stellen, ein Tyrann werden. Beethoven ging an den Tisch, fasste das Titelblatt der Symphonie oben an, riss es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben und nun erst erhielt sie die Symphonie den Titel Sinfonia Eroica. Es bleibt allerdings unklar, um welches Manuskript es sich dabei handelte. Die Eigenschrift Beethovens ist nicht erhalten. Außerdem fällt es schwer zu glauben, dass Beethoven ein Titelblatt zerrissen hat, denn normalerweise beginnt auf dessen Rückseite der Notentext. Beethoven hätte zwar im Zorn den Titel getilgt, aber doch nicht seine eigenen Noten. Möglich, dass die ganze Geschichte auf einer späteren Zuschreibung beruht, vielleicht sogar erfunden wurde, weil sie gut zu Beethovens vermeintlichem Charakter zu passen schien. Ries Bericht wurde erst 1838 veröffentlicht, lange nach dem Ereignis und vermutlich in der Erinnerung überformt. Ries ist zudem nicht der Erste. Möglicherweise wurde seine Erinnerung von literarischen Vorläufern befruchtet, denn der Dichter Ernst Ortleb, der niemals in Kontakt mit Beethoven gekommen war, hat die Geschichte bereits 1836 in seinem Roman Beethoven eine fantastische Charakteristik verarbeitet. Dubios ist die Legende in jedem Fall, denn die Wiener Zeitungen berichteten kontinuierlich über die Entwicklung in Frankreich
und über die einzelnen politischen Schritte, die letztlich zur Kaiserkrönung Napoleons führten. Sie kam weder überraschend noch unbemerkt, erst recht nicht für einen regelmäßigen Zeitungsleser wie Beethoven. Viel wahrscheinlicher ist eine deutlich prosaischere Deutung. Da kein Autograph mehr existiert, ist die Hauptquelle für die Eroica die im Wiener Musikverein aufbewahrte, von Beethoven korrigierte Partiturabschrift. Auf ihrem Titelblatt ist zwar der Titel Intitolata Bonaparte so intensiv gestrichen, dass ein Loch entstand. Danach ergänzte Beethoven aber mit Bleistift unter der Tilgung wieder geschrieben auf Bonaparte, restituierte also die Originalfassung. Ich glaube, das B kann man zumindest ganz gut erkennen hier auf der Quelle. Noch im August 1804, also nur wenige Monate nachdem Napoleons Kaiserkrönung in ganz Europa bekannt wurde, teilte Beethoven dem Verlag Breitkopf und Härtel mit, die Symphonie ist eigentlich betitelt Bonaparte. Das italienische Wort intitolare bedeutet in erster Linie benennen, bezeichnet also nicht direkt einen Widmungsträger, sondern vielmehr so etwas wie ein außermusikalisches Programm. Bonaparte wäre demnach die der Musik zugrunde liegende Idee. Zur Beethoven-Zeit konnte man einer höher gestellten Persönlichkeit nicht aus einer Laune heraus etwas widmen. Man musste zuvor die offizielle Erlaubnis einholen. Andernfalls wäre die Widmung ein Affront gewesen. Den direkten Kontakt zu Napoleon herzustellen, war für Beethoven aber unmöglich. Und auch eine Vermittlung diplomatischer Art über aristokratische Gönner mitten im Krieg nicht zu erwirken. Napoleon war schließlich der Feind Österreichs. Zudem wurden für Widmungen groß angelegter Werke wie Symphonien hohe Summen gezahlt. Sie waren keineswegs kostenfrei. Im Sommer 1804 war Beethovens Umzugsplan nach Paris längst Geschichte und die Symphonie für 700 Gulden an den Widmungsträger Fürst Lobkowitz verkauft, der für die Summe die exklusiven Aufführungsrechte für ein halbes Jahr erwarb und im Konzertsaal seines Palais regelmäßig den gesamten Wiener Hochadel versammelte. Beethoven hätte sich schlicht nicht erlauben können, auf einen solchen Betrag, der dem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines angestellten Musikers entsprach, zu verzichten. Die Kopistenabschrift diente zur professionellen Weiterverarbeitung der Partitur für Aufführungs- und Veröffentlichungszwecke. Die Nennung des Kriegsgegners im Titel seiner neuen Symphonie und sei es als Ausweis eines Programms, wäre für Beethoven einem sozialen Selbstmord gleichgekommen. Beethoven neigte gewissen Ideen der Revolution zu, aber er war pragmatisch genug, seine Existenz nicht grundlegend zu gefährden. Selbst wenn die berühmte Anekdote fragwürdig ist, wird Beethovens zeitweilige Napoleon-Antipathie mehrfach belegt. Sie wird auch durch das Verhalten der französischen Truppen im besetzten Wien verursacht. Eine Anekdote erzählt uns, nach der Schlacht bei Jena 1806 begegnete Beethoven seinem Freund Herrn Krumpholz und fragte ihn wie gewöhnlich, was gibt's Neues? Krumpholz erwiderte darauf, das Neueste ist die eben angelangte Nachricht, dass der große Held Napoleon abermals einen vollständigen Sieg über die Preußen erfochten hat. Ganz ergrimmt bemerkte Beethoven darauf, schade, dass ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst. Ich würde ihn doch besiegen. 1809 kippt Beethovens Stimmung vollends. Selten ist er so patriotisch gestimmt wie in diesem Jahr. Im Frühjahr plant er sogar, Heinrich Josef von Collins Wehrmannslieder zu vertonen, die unglaublich populär sind. Eines dieser Lieder, Österreich über alles, beginnt mit den Worten, wenn es nur will, ist immer Österreich über alles. Wehrmänner ruft nun frohen Schalles, es will, es will. Beethovens Komposition unterbleibt nur deshalb, weil andere Komponisten in Wien, wie Josef Weigel, von dem wir hier die Vertonung sehen, ihm zuvor kamen und damit bereits sehr erfolgreich waren und stürmisch gefeiert wurden. Beethovens negative Haltung dem französischen Kaiser gegenüber kommt wohl am besten zum Ausdruck in der Notiz auf einem Skizzenblatt zum 5. Klavierkonzert. Österreich lohne Napoleon, was so viel heißt wie Österreich zahle es Napoleon heim.
Die französischen Truppen hatten im Juli 1809 nach der Besetzung Wiens als Kriegskontribution eine Sondersteuer erlassen, die alle Mieter und Hausbesitzer, also auch Beethoven, zu entrichten hatten. Gut möglich, dass diese unvorhergesehenen hohen Ausgaben in Verbindung mit der kriegsbedingten Teuerung Beethovens Abneigung zusätzlich befeuerten. Ein Jahr später ist Beethovens Haltung aber schon wieder ganz anders. Im Oktober 1810 denkt er über eine Widmung an den französischen Kaiser nach, die auf einem Notizzettel, der sich im Beethovenhaus befindet, zu lesen ist. Die Messe könnte vielleicht auch dem Napoleon dediziert werden. Die Rede ist von der Messe in C-Dur Opus 96, einem Werk, das wohl niemand spontan mit dem siegreichen französischen Heerführer von 1810 assoziieren würde. Viele Jahre später, nachdem Napoleon längst besiegt, verbannt und gestorben war, erinnerte sich Beethoven an ihn wieder voller Bewunderung. Napoleon, sagte er 1824, ich habe ihn früher nicht leiden können, jetzt denke ich ganz anders. Karl Holz notierte in einem Konversationsheft im Januar 1826 die Bemerkung, Bonaparte war ein großer Mann und als Beschützer der Künste wird nicht bald ein solcher kommen. Er hat herauszufinden gewusst, was das Gemüt des Menschen erheben kann. Da Beethovens Antworten mündlich erfolgten, ist leider nicht feststellbar, ob er diese Ansicht teilte. Er scheint zumindest nicht scharf widersprochen zu haben, sonst wäre wohl Holz' Entgegnung anders ausgeführt. In den 1820er Jahren ist Österreich längst ein Polizeistaat, der mit einem ausgefeilten Spitzelsystem arbeitet, dem auch Beethoven unterliegt, das er aber ignoriert, zum Teil bewusst. In diesem reaktionären Umfeld erstrahlt Napoleons Größe neu und hell. Aber Beethovens Bewunderung ist nicht ungetrübt. In einem Gespräch mit dem Pariser Verleger Moritz Schlesinger über Napoleon sind sich beide einig, dass Napoleons Ehrgeiz ihn korrumpiert habe. Nach dem Zeugnis von Johann Nepomuk Emanuel Doleschalek hat Beethoven noch auf dem Totenbett gesagt, diese scheiß Bourbons werden es so lange treiben, bis man sie fortjagt. Also über Napoleons Nachfolger. Und über Napoleon selbst, auch in dem Scheißkerl habe ich mich geirrt. Beethovens politische Einstellung unterliegt auch einer Wechselwirkung mit seinem Selbstverständnis als Künstler oder wird vielleicht sogar ursächlich durch diese begründet. Gerade weil Beethoven weiß, dass er besser ist als der ihn umgebende Durchschnitt, ist er Demokrat. Demokratie ist für Beethoven das Synonym für eine dynamische Leistungsgesellschaft, in der alle, unabhängig von Stand und Herkunft, dieselben Aufstiegschancen und Entfaltungsmöglichkeiten haben. Ganz so, wie es in der Déclaration des droits de l'homme formuliert worden war. Dem Freiherrn von Türkheim schrieb Beethoven im Sommer 1815, »Leben Sie wohl, lieber Freiherr, und lassen Sie sich heute finden. Bedenken Sie, dass auch ich ein Freiherr bin, wenn auch nicht dem Namen nach.« Beethovens unerschütterliches Selbstvertrauen in die eigene Qualität führt allerdings zu Verhaltensweisen, die für die damalige Gesellschaft ungewöhnlich und sogar karrierehemmend waren. Beethoven kann sich nicht dauerhaft unterordnen und fällt dadurch auf. Karl August Farnhagen von Enze berichtet in seinen Lebenserinnerungen von seiner Beobachtung Beethovens beim Wiener Kongress. Dabei fiel ihm vor allem dessen Verhalten gegenüber der Noblesse auf. Besonders wollte er mit den Vornehmen nichts mehr zu schaffen haben und drückte seinen Widerwillen mit zürnender Heftigkeit aus. Diese in Wiens Adelskreisen bekannte Haltung Beethovens führte vermutlich auch dazu, dass er sein ganzes Leben lang vom Kaiserhaus abgelehnt wurde. Dabei hätte Beethoven in Wahrheit fast alles getan, um eine offizielle Stelle bei Hofe zu erhalten. Schon Ende der 1790er Jahre wird das durch seine Widmungsstrategien deutlich. Im Juni 1801 plant er, seine erste Symphonie Opus 21 dem Kölner Kurfürsten Maximilian Franz zu widmen. Das Septett Opus 20, ein zu Beethovens Lebzeiten außerordentlich erfolgreiches Werk, wird 1802 der Kaiserin Marie-Therese gewidmet.
Beide Widmungen, die geplante an den Bruder des Kaisers und die vollzogene an dessen Ehefrau, umkreisen den Kaiser und nähern sich ihm mittelbar durch seine Familienmitglieder. Knapp 10 Jahre später startet Beethoven einen neuen Anlauf, sich dem Kaiser zu nähern. Im Beethovenhaus ist ein Konzept für den Rentenvertrag von 1809 erhalten, also für den Vertrag, mit dem Beethoven von 3 hochadligen Gönnern eine Leibrente zugesichert wurde, so lange, bis er eine Festanstellung erhielt. Damit sollte seine Abwanderung in Feindesland verhindert werden. Die Rente sollte ihm ein sorgenfreies Leben bieten, damit er nur seiner Kunst leben konnte. Einzige Bedingung war der Verbleib in Wien oder den österreichischen Kronländern. Über den Wortlaut des Vertrages wurde etliche Monate verhandelt. In einem Konzept äußert Beethoven den Wunsch, in wirkliche kaiserliche Dienste zu kommen oder wenigstens den Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters zu erhalten. Eine neue Möglichkeit der Annäherung boten die politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Napoleons Niederlage 1813. Anfang des Jahres 1814 arbeitete Beethoven an einer Kantate Europens Befreiungsstunde. Die Aufführung plante er für seine Akademie am 27. Februar 1814. Die Initiative zur Komposition scheint von Beethoven selbst gekommen sein. Und lange und hoch hallt es im Zimmelszelt hinauf. Europa stehet frei mit Kaiser Franzens auf. Die Huldigungszeile an den Kaiser im Schluss des Kantatentextes von Beethovens Freund Joseph Karl Bernhard lässt schon erahnen, wie sehr sich Beethoven mit dieser Arbeit zu Füßen des Thrones zu werfen bereit war. Allerdings verbot die Zensurbehörde Mitte Februar die Aufführung und wiederholte das Verbot nach einer erneuten Prüfung im September 1814. Das scheint angesichts der Huldigung an den Kaiser ungewöhnlich, erklärt sich aber aus der Heftigkeit des Textes. So lautet das Eingangsrezitativ: Nach Frankreichs unheilvollem Sturz des Gottvergessenen erhob sich auf den blutigen Trümmern von Todesgrauen genährt ein düster Schreckenbild gigantisch hoch empor, die Geieraugen weithin nach Raube drehend, mit starker Hand schwingend die eherne Sklavengeißel. Wer ist gleich mir? Erscholl mit Macht des Frevlers Stimme. Mein fester Sitz ist Frankreich, Italia meiner Stirne Schmuck, der Füße Schemel Hispania und Deutschland, du bist mein. Vertilgen will ich Albion vom Grund, zum Knechte soll mir Moskwa dienen. In der Folge werden die Missetaten Napoleons in ganz Europa geschildert und dann die Heldentaten der Koalition, allen voran des Kaisers Franz gepriesen, die letztlich zum Sturz Napoleons führen. In ungeahnter Weitsicht lehnte der Zensor Friedrich von Gentz das Libretto wohl deshalb ab, um Frankreich nicht zu sehr bloßzustellen. Die verbündeten Mächte hatten zu Beginn 1814 kein Interesse daran, Frankreich als Nation zugrunde zu richten. Noch nicht einmal im siegreichen Österreich wollte man sich um diesen Preis feiern. Umso erstaunlicher ist, dass Beethoven keinerlei Scheu und auch keinen Widerwillen zeigte, die Worte in Musik zu setzen. Schon in Bonner Zeit hatte Beethoven mit der Komposition der Kantaten auf den Tod Kaiser Josefs II. WOU 87 und auf die Erhebung Leopolds II. Zur Kaiserwürde WOU 88 Huldigungsmusiken für Kaiser verfasst. Damals handelte es sich aber um Auftragsarbeiten, die ein junger Musiker mit Ambitionen nicht hätte ausschlagen können. Der gut etablierte Beethoven hatte 1814 ganz andere Möglichkeiten, zumal ihm wohl niemand die Vertonung des Textes zu Europens Befreiungsstunde nahegelegt hat, geschweige denn eine solche Komposition in Auftrag gegeben hätte. Auch der Schlusschor Germania, WOU 94, den Beethoven zum patriotischen Singspiel Die gute Nachricht von Georg Friedrich Treitschke komponierte, das am 11. April 1814 im Kärntner Tortheater zur Feier des Einzugs der siegreichen Alliierten in Paris aufgeführt wurde, reiht sich in Beethovens patriotische Kompositionen ein. Hier lag immerhin ein gewisser Gruppendruck vor, da alle führenden Wiener Komponisten mit je einem Stück an der Produktion mitwirkten
und mit ihr der antinapoleonischen Koalition huldigten. In der ersten Fassung des Schlussgesangs vom Juli 1815 wurden die Souveräne der Koalition kumulativ gepriesen. In der zweiten Fassung für des Kaisers Namenstag im Oktober 1815 mit besonderer Hervorhebung der Verdienste von Kaiser Franz und der Versicherung, ihm bis in den Tod treu zu sein. Auch der Wiener Kongress 1814-15 bot mannigfaltige Gelegenheit, an höchster Stelle auf sich aufmerksam zu machen. Beethoven beteiligte sich mit mehreren Huldigungsmusiken am Rahmenprogramm. Kompositionen wie Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria, Opus 91, ihr weisen Gründer glücklicher Staaten, WOO 95, und die Kantate Der glorreiche Augenblick, Opus 136, zeugen von Beethovens Devotion und seiner Anpassungsbereitschaft an den Zeitgeschmack und die vorherrschende politische Haltung der Restauration. Das hier ist ein Ausschnitt aus dem posthumen Titelblatt für den glorreichen Augenblick. Und man sieht besonders schön die drei Kronen des Zaren, des preußischen Königs und des Kaisers Franz des Zweiten oder Ersten. Und unten unter dem eigentlichen Titel die Ansicht der Stadt Wien und dann die Heerfahnen, also das ganz darauf abgestellt, den gekrönten Häuptern zu huldigen. Obwohl Beethoven immer wieder versucht hat, sich durch Widmungen und Huldigungsadressen dem Kaiser zu nähern, hat ihn dieser konstant ignoriert. Einen vermeintlichen Republikaner durfte der Kaiser nicht wahrnehmen, abgesehen davon, dass er Beethovens Musik wohl auch nicht mochte, die ihm zu wenig konservativ war. Nach dem Zeugnis von Doleschalek wollte Kaiser Franz von Beethovens Musik nichts wissen. Es steckt was Revolutionäres in der Musik, soll er gesagt haben. Beethoven versuchte zeitlebens auch andere Fürstenhöfe auf sich aufmerksam zu machen. Sein Ziel war immer eine Festanstellung an einem Hof. Also eben nicht, wie immer gerne behauptet wird, der erste freischaffende Künstler. In Bonn hatte er die Vorzüge einer solchen Stelle kennengelernt und sehnte sich nach der Sicherheit, die diese bot. Die Drohung, als Hofkapellmeister an den Hof von Napoleons Bruder Jerome in Kassel zu wechseln, brachte ihm immerhin den Rentenvertrag ein, von dem bereits die Rede war. Die Rente sollte fließen, bis Beethoven eine feste Anstellung erhalten hatte. Über die gesamte Dauer seiner Beziehung zu Erzherzog Rudolf von 1819 bis zu seinem Tod hoffte Beethoven auf eine Anstellung als dessen Kapellmeister in Olmütz. Die Möglichkeit, sich mit einer Messe für die Intronisation für den Posten ins Gespräch zu bringen, war sicher ausschlaggebend für die Komposition der Missa Solemnis Opus 123. Aber auch jeder andere Hof wäre ihm lieb gewesen, was sich in Beethovens Widmungspolitik niederschlug. Die drei Violinsonaten Opus 30, die 1803 erschienen, sind dem russischen Zaren Alexander I. gewidmet. Welches konkrete Kalkül hinter dieser Widmung steht, schon 1795 hatte Beethoven über eine Reise nach Russland nachgedacht, weil Musiker dort sehr viel Geld verdienen, ist nicht bekannt. 1803 dachte Beethoven offenbar darüber nach, Wien zu verlassen. Pläne für einen Umzug nach Frankreich sind bekannt. Warum nicht auch Russland und St. Petersburg? Finanziell ergab sich eine Rendite für die Widmung der Sonaten erst, als er 1815 die Zarin Elisabetta Alexejewna, die im Zuge des Wiener Kongresses in Wien weilte, traf. Ihr widmete er in der Folge seine Polonaise Opus 89. Auch über eine Widmung der Missa Solemnis an die Zarin dachte Beethoven 1824 nach, in der Hoffnung, der Zar könnte ihm eine Pension dafür gewähren oder vielleicht sogar eine Stelle. Zahlreichen europäischen Höfen schickte Beethoven eine Einladung, die Missa Solemnis zu subskribieren, und machte so auf sich aufmerksam. Die 9. Symphonie Opus 125 widmete er dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Auch hier waren im Vorfeld andere gekrönte Häupter im Gespräch, zum Beispiel der König von Frankreich und erneut der Zar von Russland.
Im Entwurf der offiziellen Widmungsanfrage an den preußischen Gesandten in Wien war es Beethoven ein besonderes Anliegen, dass seine Majestät wissen möchte, dass ich ebenfalls zu ihren Untertanen vom Rhein gehöre und als solcher umso mehr wünschte, ihnen meine Ehrfurcht zu bezeugen. Beethoven versäumte kaum eine Gelegenheit, sich bei potenziellen Arbeitgebern untertänigst ins Gespräch zu bringen oder in Erinnerung zu rufen. Andererseits wird in einer Notiz zur Gesamtausgabe seiner Werke 1822 deutlich, wie differenziert Beethovens Meinung war. Unter uns gesagt, so republikanisch wir denken, so hat's auch sein Gutes um die oligarchische Aristokratie. Er leistete sich privat eine republikanische Gesinnung. Ausdruck gab er ihr deshalb noch lange nicht bei jeder Gelegenheit. Der Pragmatiker Beethoven wusste genau, dass die Kulturträger seiner Zeit, diejenigen, die ihm Lohn und Brot verschafften, uneingeschränkt der ersten und nur bedingt der zweiten Gesellschaft, keinesfalls aber den niederen Ständen angehörten. Beethoven war auch kein Sozialutopist. Seine Überzeugungen, als Künstler der Aristokratie in nichts nachzustehen, bezogen sich auf seine eigene Stellung. Niemals wäre er auf die Idee gekommen, seine Küchenmagd oder Haushälterin könnten mit ihm auf derselben Stufe stehen oder ihm gar gleich sein. Bleibt mir am Ende die Frage, war Beethoven nun ein Revolutionär oder doch ein Höfling? Oder lavierte er pragmatisch zwischen diesen beiden Polen? Ich neige dazu, diese Frage mit einem viel zitierten apokryphen Ausspruch aus dem 19. Jahrhundert zu beantworten, der unter anderem Edmund Burke, Victor Hugo, George Bernard Shaw, Georges Clemenceau, Benjamin Disraeli und Winston Churchill zugeschrieben wurde und bei keinem der genannten nachweisbar ist. Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 noch ist, hat keinen Verstand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.